ist Samstag, morgen. Unsere Büroladies von der Putzart, wir haben heute alle einen Kurs und Thema Kommunikation. Und den machen wir heute im Museum, in der Kirche. Coole Location für einzigartige Putzart, einzigartige Location. Ja, bin schon sehr gespannt. Ist noch niemand da. Ich bin mal Kaffee am Vorbereiten und so. Und möchte euch aber noch etwas zeigen, bevor alle kommen. Weil unsere Sandra, die hat heute Geburtstag. Und trotzdem kommt sie. Sie kommt sogar extra aus ihren Ferien. Sie hat noch bis am Ende Ferien gehabt. Als Überraschung habe ich ihr etwas besorgt. Das zeige ich euch jetzt schnell. Seht man es ein bisschen? Ja, ich glaube, ich zeige es nachher, wenn wir es dann auspacken. Einmal. Auf jeden Fall, es ist eine Torte mit Schneewittli und ein Siebenzwergli. Es sieht auch herzig aus. Ja, habe ich ausgesucht, weil Sandra ist so fleissig wie ein Siebenzwergli. Und so kann ich mich als Schneewittli fühlen. Genau. Ja, bis später wieder. So, unser Kurs startet jetzt in dieser einzigartigen Location. Einzigartig von Putzart natürlich. Das Ganze machen wir mit der Margrit. Hallo miteinander. Sie ist unsere Kommunikationsexpertin. Ja, immer wenn sie drinnen läuft, kommt sie zu Putzart. Kommunizieren. Kommt Kaffee trinken und kommunizieren, genau. Die Gelegenheit haben wir genutzt. Sie gibt uns jetzt dann zwei Samstage einen Kurs. Und wir freuen uns und sind ganz fest gespannt, was wir alles lernen. Und ich hoffe, ich kann euch etwas mitgeben, was bleibt. Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Am Kommunikationskurs ein grosser Schämer passiert. Es haben alle immer gefunden, Sandra hat Geburtstag und sie kommt extra aus den Ferien. Da hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und jetzt hat Sandra erst in zwei Wochen Geburtstag. Kommunikationsfehler am Tag der Kommunikation. Sie kommt. Ich musste jetzt ausleeren, weil sie vergessen abzustellen. Kaffee für alle. Ja, ist jetzt ein bisschen... Ja. Happy Birthday, Sandra! Das ist so lange, das hätte ich heute. Zwei Wochen. Schön! Jetzt nimmst du nicht zwei Wochen ab. Eben ja. Sandra, jetzt haben wir alle ein schlechtes Gewissen gemacht. Sandra hat Geburtstag, Sandra hat Ferien. Jetzt kommt sie extra zurück aus den Ferien und hat auch noch Geburtstag. Jo! Jo! Und ich habe nicht nachgeschaut. Ich habe einfach allen vertraut und das Gefühl gehabt, du hast heute Geburtstag. Das war am zweiten Kurs, das mache ich. Aber es ist gut am Tag der Kommunikation, dass so etwas passiert, oder? Absolut. Wir lernen daraus. Absolut. Also nächstes Jahr wäre es am 3. September, ja. Gut. Wir feiern jetzt trotzdem schon. Können wir zweimal feiern? Ja, ja, finde ich schön. Ja, finde ich schön. Ja. Also, und du kriegst jetzt... Wissen wir, dass ich zu Hause Geburtstag habe? Nein. Dass irgendjemand von Klicken? Weil du so fleissig schaffst, wie sieben Zwergli. Kann ich mich fühlen wie Schneewittli? Aber gleich! Was nimmst du drin? Danke. Oh, jö. Sollten wir essen jetzt?